Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Heute eine schöne Runde am Sonntag. Und natürlich wird zuerst der Hund gestreichelt. Da ist ja quasi das Wichtigste vom Tage schon mal erledigt. Dann schauen wir noch mal, was machen wir heute? Missionen machen wir nicht. So, Panther getötet. Den suche ich in der Story noch. Schafgarbe muss ich gefühlt sowieso immer sammeln. Schildkröten, Häuten. Selbstporträt. Ja, das können wir gleich direkt mal machen, oder? Verstecke ausgeräumt. Der ungeliebte Kopfgeldjäger und Wiedergesuchte von Wath Elizabeth abgeliefert. Mit verstärktem Lasso gefesselt und Kopfgeld innerhalb von einer Stunde Echtzeit. Ne, komm, lass mal. So, den Kadaver und die Haut eines tödlichen Raubtiers. Distanz mit dem Eintöpfe essen. Pfeilspitzen finden, Sammlerstücke von gegnerischen Nichtspielercharakteren plündern und Wildblumen. Schwarzgebrannt. Okay, Schwarzbrenner-Mission gilt durch Handel verdient und innerhalb von 5 Minuten. Naturkundler, Bildnislager, legendäre Tiere fotografieren, Tarntonika. Ich sag mal so. Das sieht gefühlt erstmal nicht so schwierig aus, oder? So, hier mal eben. Egal, fertig. Da ist die Kohle. Oder das Gold vielmehr. So, dann checken wir erstmal. Wie weit ist der Kollege hier? Okay, der hat genug zu tun. Hab ich noch eine Sammlerkarte offen? Stimmt. Haha. Hab ich. Ja, dann. Machen wir uns mal erstmal dahin eben auf die Socken. Mal eben das hier checken. Nein, gut. Hier gibt es ja manchmal auch Wildblumen. Oh, da höre ich die Madame schon. Somit wissen wir schon, für alle die es nicht wissen, hier ist die Madame heute. Auch gut. Dann checken wir mal hier die Hütte. Hier vibriert aber nichts. Oh, wir können nicht mal die Arznei nehmen. Und da liegt auch nichts. Hier die üblichen Stellen abreiten, wo schon mal ein Pflänzchen ist. Meine, hier ungefähr ist das auch schon mal. Sonst wird man es aber jetzt schon im Controller merken. Ist auch schon mal eine. Oh, jetzt habe ich die Schafgarbe vergessen, ne? Die wächst doch hier vorne, dann haben wir doch schon mal drei Stück. Irgendwo hier ist das doch. Ja, oder zwei. Besser als nix. Ihr kennt den Spruch, haben ist besser als brauchen. Ja, wir reiten ihm da in die Ecke. Holen das Sammlerstück. Ein bisschen Glück haben wir jetzt gleich schon einen Puma.
Panther müssen wir nachher sowieso in eine andere Ecke. Was war das denn für ein Theater? Schwarzbär oder was? Jo. Ich finde, die machen immer ein Riesengetöse, ne? Aha. Kamera raus. Auch schon mal erledigt. War nicht auch irgendwie hier betäuben? Das geht nämlich bei dem ganz fix. Eben kurz checken. Naturkundler. Etwas Wildnislager. Ach so, war gar nicht. Ja, dann. Machen wir trotzdem, komm. Heute sind wir nett. Was will er denn? So, wollen wir mit dem nicht anlegen heute, oder? Dann können wir nämlich gleich die Karte für Wildblumen öffnen. Auch so, ne? Sammler, Fallspitzen gefunden, Wildblumen. Wildblumen habe ich ja eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Ne? Ich habe da bestimmt noch eine Karte für Fallspitzen. Auch besser. Was haben wir hier? Ein Gesetzloser. Ja, da könnte man ein bisschen was filzen. Ne? Dann haben wir da die nächste Pfeilspitze. Und eine in der Nähe von Valentine. Gut. Ja, dann. Aber noch kein Puma und tödliches Raubtier. Das wäre ja schon nicht schlecht, ne? Was sind das hier? Ach, da! Na gut, das ergibt ja auch Sinn, ne? So, dann geht's hier hin. Was ist jetzt los hier? Eben abwarten, nur eben das Pferd füttern. Selbst was futtern.
wenn da ein Gesetzloser ist, ist das dann meist irgendwie so. Hat sich auch erledigt gerade, oder was? Ja, klar. Gut. Da war Papa hier zu langsam. Und jetzt zu euphorisch hier. Oh, 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 oh. Der arme Herr Schulze. Boah, jetzt sieht er aber auch, ne? Nicht mehr so fit aus. Entspannt, Jungs. Ah, so eine Pfeife da. Wo wir aber hier noch an dem See sind, werden wir natürlich hier unten prüfen, ob hier nicht ein Pflänzchen ist. Vogeleier sind. Noch sehe ich da hinten nichts. Hier mal rüber gucken. Auch nicht. So, ist das Pferd doch wieder sauber, ne? Ne, da scheint nichts zu sein. Zumindest nichts, was wir gebrauchen können. Wie immer. Das Teilchen hier raus. Ne, da ist auch nichts. Hier ist manchmal, glaube ich, Vogelei. Aber klar, heute auch nicht. Dann holen wir uns jetzt die Pfeilspitze. Die Gegend ist ja optisch schön, aber sonst ist hier, glaube ich, auch nichts, ne? Quasi einfach nur Landschaft. Oh, was ist denn hier los? Ja, dann zeige ich euch nochmal eben, wo sind wir und warum überhaupt. Also, da werden wir diese Stille jetzt zerlegen. Und hier ist aber auch, ja, unsere Pfeilspitze. Ne, Brandsatz ist ja schlecht. Wir müssen die ja filzen, ne? Hey, get yourself gone from here. Machen wir hier nicht ganz so die Rambo-Nummer. Wie viel sind denn das wohl? Okay. Ich sehe den gar nicht.
echt ein Rampelmann hier. Ich hänge hier fest. So. Erstmal filzen. Man hört es auch knistern. Nein, nicht aufheben. Ah. Ich brauche doch Sammlerstücke von diesem Pfeifen hier. Aha. Meine Güte, wo haben wir das denn? Und wir haben das in Hochexplosiv. Erledige alle Gegner. Das heißt jetzt hier... Ist ja heute sich denn ernst, oder? Da komme ich gar nicht rein. Jetzt muss ich hier erst wegreiten, oder was? Kann ich das abfackeln? Ansatz. So. Jetzt kann ich schön die Pfeilspitze sehen und komme nicht dran. Na, sowas liebe ich ja. Da. Komme ich nie dran. Gegner sehe ich auch nicht auf der Karte. Wo soll denn hier noch einer sein? Hier kommt man meines Wissens nicht hoch. Nee. Ich will doch nur die Pfeilspitze hier. Und ich komme in das Zelt nicht rein. Eine Schitte. Ja, da müssen wir erst ein Stück wegreiten, denke ich, bis diese Geschichte hier quasi erledigt ist. Ja, das war anders geplant heute. Weil ich weiß nicht, wann das automatisch abbricht. Wie weit muss ich da reiten? Aber gut, da seid ihr ja schon mal, dass irgendwo stand, erledige alle Gegner und es ist aber gar kein Gegner mehr zu finden. Dann wollen wir mal. So, was machen wir jetzt? Komm, jetzt sammeln wir die auch noch ein. Kann ich hier eigentlich ein Lager aufschlagen oder ist das hier wieder falsche Ecke? Oh Gott sei Dank. So, 7 Sachen herstellen.
essen muss ich gleich auch mal was. So, und dann machen wir mal noch die Betäubungsmunition hier. Haben wir das auch erledigt. Es gibt schon 02. Hab ich gar nicht darauf geachtet vorhin. So, wo wollten wir hin? Auf nach Valentine. So, ich habe mir heute mal einen Tee dabei gemacht. Um den Kaffeekonsum mal ein bisschen zu verringern. Könnte ich ja sogar eine Karte für Wildblumen aufmachen. Die müssen wir ja nicht abarbeiten, nur dass wir schon mal grob einen Tipp haben, wo sie sind. Dann checken wir eben, was brauchen wir überhaupt noch. Also Naturkundler, gleich noch so ein Tonikum nehmen, das ist einfach. Wie viel brauche ich überhaupt? Das schon gemerkt haben, 3. Das wären dann 4. Da gucken wir gleich mal, ob wir was wegfahren können. Sammler. Aber hier, Sammlerschirmung geht nicht wieder Charakteren geplündert. Da habe ich doch gerade eine Pulle gefunden. Hat er nicht gezählt. So, Händler. Ja gut, Lagerhandel für Essen. Sieht ja eigentlich relativ easy aus, ne? Schafgarbe, Schildkröten, Panther. So, der Schwarzgebrannte ist ja auch fertig. Ja, dann. Auf zur Schwarzbrennerei. Sind ja auch schon wieder 23 Minuten. Das ist so, wenn man da so... Ich weiß nicht, eine Straßensperre, eine Schwarzbrennermission. Da zieht sich ja manchmal wie Kaugummi. Okay, I've got a job for you when you're ready. So, und dann habe ich den Tipp bekommen, weil ich mich letztens ja gewundert habe, warum meine Kutschi oder mein Wagen so komisch fährt. Das lag daran, dass ich mir vorher einen gegönnt hatte, ja. I have some ideas. Den nehmen wir. Now, we have a batch ready for shipment, okay? I can trust you, I know. You are not like the rest, monteur, tricheur. But when I give a batch to you, I know you will guard it with your life. You will not let a little thing like a barrage of bullets get in your way, huh? When I tell you these are valuable customers, you will look after. Also wenn nicht ganz so viel erzählen würde, ne? So, wäre es noch besser. Are yours. Allez-y. So, Tatsache, ne? Nichts gesoffen, schon. Fährt das Ding besser. Ja, don't drink and drive, ne? Ja, dann nochmal danke für den Tipp. Ich dachte so nach einem, ne? Da kann er das hier noch.
So, was war das denn? Mit unter 5 Minuten oder? Ja, unter 5 Minuten. Also, Straßensperre ist nicht. Ach so, haben wir Glück. Jetzt darf man die nur nie anticken. Das habe ich schon mal geschafft. Da haben die sich auch gleich richtig gefreut. Schaffen wir ja easy, ne? Na gut, muss ja auch nicht mal kompliziert sein im Leben. Tipptopp. Da seht ihr's, Kohle verdient. Bleibt locker, Jungs. Hier nehmen wir noch eben das Sammlerstück mit. Ich will hier einfach nur runterspringen. So. Hier scheint heute nichts zu sein. Aber hier wichtiges Sandthymian. Nehmen wir auch noch mit. Ja, was machen wir jetzt, ist die Frage. Wir reisen mal in die heiße Ecke. Organisieren uns hier, ich denke, Alligator heute. Und haben direkt ein Sammlerstück. Dann ist hier auch ein Pflänzchen. Dann brauchen wir ja nur noch eins. Das werden wir wohl noch finden. Hier kann man ja manchmal auch einen Panther finden. Vielleicht finden wir auch eine Schildkröte. Da haben wir erstmal noch ein Vogelei. So, Knarre wechseln. Fix. Die Jungs abziehen hier. Echt doch schon noch so ein komisches Geräusch. Ah, da hinten sitzt noch einer. Dann können wir mal gucken. Viel ist nicht mehr. So. Ihr seht's, 4 Stück. Jetzt nehmen wir gleich nur das Tantonikum. Dann sind's noch 3.
dann erledigen wir mal eben das hier und die Lagereintöpfe. Und jetzt machen wir eine Karte auf für Wildblumen. Dann sind wir gefühlt durch. So, da ist es. Und ich hätte natürlich erstmal gucken können, ob da vorne eine ist. Da ist eine. Okay. Finden wir dann da hinten auch eine Schildkröte. Hier ist nämlich manchmal auch eine, ne? Und da hinten ist manchmal auch eine. Also hier ist ja manchmal ein Fossil. Und hier blüht manchmal auch eine. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Na, wir halten uns hier lieber an den Weg, ne? Weil sonst... Wie ich mich kenne, liege ich hier auch gern auf der Nase. Das kann doch so weit gar nicht sein. Augen offen halten, wenn wir eine Schildkröte sehen. So, und jetzt geht's los. Oh, da ist noch ein Ei. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Aber wo ist hier das Pflänzchen? Ah, da. Ich sehe schon. Hier. Das muss sie nicht. Auch durch. Schildkröte. Können wir immer noch machen. Jetzt machen wir erstmal die Lagernummer hier. Und dann haben wir es ja auch gleich schon. So. Ah, wir spenden mal eben erst. Docks are looking good. Guess beggars can't be choosers. Auch da sind wir mit durch. Komm, mal eben noch den Unstreicher. Die Zeit haben wir noch. Perfekt. So muss er sein. Also fehlt uns nur noch zwei. Ah, ich habe das Tonikum noch nicht genommen. Auch durch. Und jetzt noch dreimal was essen. Eins. Gut, bis drei zählen. Das kriegen wir noch hin. Und schon sind wir durch für heute. 9 Rollen Herausforderungen erledigt. 0206. Und das nach entspannten 35 Minuten knapp. Ja, das war die Runde am Sonntag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.